Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play im Koop Baldur's Gate 3. Hallo. Gut, wir haben uns gerade ein paar Gedanken gemacht, offscreen-mäßig gesehen, wo es als nächstes hingeht. Und wir haben noch ein paar Sachen, glaube ich, vergessen in der Nähe vom Tempel. Deswegen werden wir da jetzt eben kurz noch hinflitzen. Ja. Denn da ist ein... If I choose to kill you, you will not even see it. Ja. Eine Truhe? Ach, wie cool. Schriftrolle Eismesser. Und Schriftrolle mit Toten sprechen. Sehr gut. Hier hinten waren wir nämlich noch nicht, ne? Hier ist ein Balsam. Überlebensfähigkeit fehlgeschlagen. Was heißt das denn? Was für eine Überlebensfähigkeit? Kannst du ehrlich gesagt nicht sagen. Hier sind knorrige Wurzeln. Hm. Geht weiter nach unten. Und eine Luke. Huch! Ich habe einfach drauf gedrückt. Ach, wir sind wieder in der klammenden Gruft. Das wäre der andere Weg gewesen. Okay. Gut. Okay, haben wir das. Ja, das ist ein Deutschwort. Nehme ich mal mit. Ja, ja. Immer mitnehmen. Wir brauchen ja die Alchemie wahrscheinlich irgendwann für Heiltränke. Und da sollte ja jeder welche im Inventar haben. So. Dann, nachdem wir hier gewesen sind, würde ich sagen, geht es einmal zurück, ne? Das finde ich ja sehr cool, dass wir hier... So, Gith. Aren't you worried your kind will punish you for consorting with us? My name is Lazel Kchoki, and my kin will understand my need for servants. They will help you, but only if I ask. Wir sind nicht deine Diener. Die beiden mögen sich richtig gut leiden, habe ich das Gefühl. Ja, aber Lazel mag uns anscheinend auch nicht. Nee, nicht unbedingt so sehr, ne? So, lass mich mal orientieren. Ich glaube hier, ne? Ja, hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Also hier war Lazel gefangen. Ach ja, genau, hier sind wir. Ich erinnere mich, wo wir leider die Tieflinge umhauen mussten. Ja. Na, schade. Guck mal, hier ist noch eine Schaufel. Oh, dann nehme ich die mal mit. Schaufel, Schaufel. Und dann kann man einfach graben. Mhm. Ach, wie cool. Holztruhe. Rotes Färbmittel ist da drin, ne? Wir dürfen uns noch einfärben. Wo ist Geschrei? Ja. Oh, hier hinten ist noch ein Wegpunkt, ne? Alter Siegel. Was war das? Siegelkreis. Und ein Balsam. Kann man den jetzt anklicken? Achso, wir haben den. Okay. Nee. Das reicht mir schon. Wo schreien die denn? Ich glaube hier. Ja, geh mal nach oben hier. Ach, das ist ein dickes Tor. Hier ist irgendwas. Automatisches Speichern erfolgreich. Open the bloody gate! Nobody gets in! Zevlor's orders! That pack of goblins will be on us any second! What's going on? Goblins are on our tail! Open the gate, Zevlor, now! You let goblins here? Where is the druid? Please, there's no time! Oh oh. Oh, da ist aber kein Goblin. Nee, sieht nach einem Bark aus. Nine hells! Open the gates! Ja, hatte wahrscheinlich zu lange gezögert, ne? Oh, da sind die alle. Ach, guck mal, wie cool die aussehen. Oh no. Shit! Fuck!
Silver Mine! Damnable roach. Oh. Provoke the blade. And suffer it sting. Wer ist das denn? Ach, wie cool. Kampfbeginn. Oh mein Gott, wir kämpfen nicht alleine, sondern mit Verbündete. Oha. Hast du hinterhältigen Angriff? Naja, ich glaube, ich könnte mich halt verstecken, ne? Nee, weil du hättest jetzt auf hier, die direkt vor mir steht, glaube ich, wenn du hinterhältigen Angriff machst, einen Vorteil. Ich habe keinen hinterhältigen Angriff. Also sie ist bedroht und ich habe einen Vorteil auf Bogenschießen. Ich kann sie wahrscheinlich umschießen. Ja. Und dann kann ich halt etwas nach vorne kommen. Und erstmal Ben. Oh. Ach, das ist ein Warg, ist das. Aber wie ein Warg. Was ist das denn? Yo. Netter Buff. Das Horn von Helmhammer, ne? Helmsklamm hier. Helmhammer Hans, glaube ich. Will. Boah, wer ist das denn? Der sieht aus wie ein Hexenmeister. Ein Nahkampfhexer? Oder Nahkampfmage? Flammen erzeugen? Was hast du denn jetzt gemacht? Oh. Fehlschlag. Oh, auch nicht getroffen. Okay, Lyselle, ich glaube, wir müssen mal ein bisschen aufräumen hier. Kannst du hier rüberspringen? Nicht genug Bewegungsrate. Ach, Lyselle. Ja, komm, mal Sport an. Wenn es ja nicht anders geht, dann kommst du direkt mal hier runter. Jawohl. Und dann einmal bitte... Oh, warte mal, schubs ihn mal. Schubsen. Zack. Hat ja aber nicht viel gebracht. Ach komm, doch, hat was gebracht. Er ist runtergefallen. So. Wer ist das denn hier? Oh, ein Grottenschrat. Oha. Aber das schaffen wir doch easy, oder? Guck mal, der oh. ist... Boah, kritischer Treffer. Aha, daneben. Uiuiui. Okay, Schattenherz ist dran. Wir sehen richtig gut aus mit der Truppe. Mir gefällt das richtig gut. Was ist denn hier gesammelt? Hat durch den anfeuernden Schrei eines verbündeten Kämpfers 8 temporäre Trefferpunkte erhalten. Ach, wir haben ein Schild. Yes, brenn. Goblins. Oh, der hat sich zu schmieren? Was ist denn jetzt schmieren? Ich glaube, wenn du jetzt läufst, fällst du. Die Bewegungsrate ist minimiert. Ja, dann... Bitteschön. Schmieren. Also die Bewegungskosten verdoppelt über schwieriges Gelände. Herz hat auf jeden Fall einen Stufenaufstieg. Oh, sehr gut. Ich komme mal hier rüber. Oh, nein. Ich bin ausgerutscht. Du hast mir bestimmt ein Bein gestellt. Gar nicht wahr. Aber das ist ein ganz tolles Event, ne? Das finde ich richtig gut. Ja. Boah. Also entweder ist das ist einer, der zaubern kann. Vielleicht ist das ein Schurke mit Nahkampf. Ach, ich bin dran. Ah nee, du. Heilige Flamme. Rettungswurf gelungen. Passiert aber öfter, ne? Wir haben irgendwie alle einen hohen Rettungswurf. Du hast mir ein Bein gestellt. Ja, weil du mir eben ein Bein gestellt hast. Ist doch gar nicht wahr. Nicht genug Bewegungspunkte. Ja, dann spring doch mal rüber hier. Wem springen wir denn in den Rücken? Wir kommen hier rüber. Komm, Lyselle. Mit dem dicken Schwert. Zack. Und jetzt gibt es hier richtig eins auf die Nuss. Zerfleischen. Yes. Das war gut.
Achso, wir haben keinen Taten. Erfordert die Verwendung von kurzer Rast. Ja, okay. Oh, was hat der? Der trägt so ein Stachelschild. Achso, Schattenherz. Und die Musik ist wieder so episch. Ich finde das so gut. Komm, treff. Lass ihn brennen. Kommst du ran? Yes. Sehr gut. Eine Runde liegen wir. Zustand liegend. Nice. Ich hatte ein Herz, hat sie auch hingelegt. Sehr schön. Ein Nachteil, weil das Ziel ist außerhalb der normalen Reichweite. Ja, warte mal. Ja, immer noch. Egal. That was the last of them. Oh, der Zelda ist hier. Hier. Nice. Open the gate. Niemand wird zurückgelassen. Soldat. Erhaltene Erfahrung. Oh, wir haben alle einen Stufenaufstieg. So, sind wie lange hält denn das hier an? Dieses schwierige Gelände da? Ich denke mal, das geht mit der Zeit weg, ne? Ja. Sollen wir eben kurz, warte, ich lass mich mal eben speichern und dann machen wir in Ruhe ein, weil ich hatte das eben vergessen. Ein Stufenaufstieg. Ja. Wo sind wir denn? Hier. So. Einfach mal zur Sicherheit, denn jetzt haben wir den Stufenaufstieg. Können wir ja in Ruhe uns mal angucken. Wir sind jetzt Stufe 3. Jawohl, Waldläufer. Genau. Oha, da ist eine Menge, was ich kriege. Also, ich darf noch einen Zauber auswählen. Zeichen des Jägers. Soll ich vielleicht auch eine Heilung mitnehmen? Kannst du machen, ja. Aber ich wäre eigentlich eher für Dornenhagel. Ich finde den ganz gut. Also... Sprung verbessern, Nebelwolke. Die Kreatur, ja. Der Zustand endet vorzeitig, wenn das Ziel Schaden durch dich oder durch einen deiner Verbündeter erleidet. Bei höheren Schwierigkeitsgraden wird das Ziel möglicherweise feindlich gesinnt, wenn der Zauber endet. So. Sie hat schon einen Stufenaufstieg gemacht, jetzt mache ich einen. Oha, was ist das denn jetzt? Also ich darf eine Unterklasse wählen. Okay, klingt gut. Also Jäger suchen sich die gefährlichste Beute in Ferun, von uralten Drachen bis hin zu riesigen Horden von Untoten. Sie sind in der Lage, alle zu bezwingen. Der Düsterpörscher, Du tauchst wie ein grausiges Geschenk aus Dunkelheit und Schatten auf und machst deine Gegner nieder, ehe sie auch nur schreien können. Lauerer des Schreckens. Du bist darauf spezialisiert, Gegner rasch und rücksichtslos auszuschalten. Das ist eine überlegene Dunkelsicht. Ich kriege ein Versteck mit Schattenschleier. Das wäre der Schurke, ne? Der Herr der Tiere. Als Herr der Tiere wählst du dir einen Tiergefährten und gehst mit diesem eine intelligente Bindung ein, die sich im Kampf und darüber hinaus vertieft. Ich werde Herr der Tiere. Okay, das klingt cool. Raus, rein, ändern, Zauber ersetzen. Nö, ich will eigentlich nichts ersetzen. Das heißt, ich habe jetzt einmal Vertrauten finden. Das hatten wir noch nicht. Die Katze dient zur Ablenkung. Spinne. Begleiter des Waldläufers. Erhalte einen Tiergefährten, der auf dich dein Abenteuer begleitet und an deiner Seite kämpft. Ja, tausch das mal bitte hier so.
Oh, ich glaube, das sind neue Begleiter. Ein Schreckensrabe, eine Wolfsspinne, ein Bär, ein Wildschwein und ein Wolf. Ich brauche mehr Platz. Wow. Oh, wow. Ich habe die Mama-Spinne dazu geholt. Ach, wie okay, cool. Okay, magst du mal runterkommen? Ja, ich komme mal runter. Hast du schon oben gelootet? Nein. Ja, jetzt komme ich ja gerade runter. Da oben lag doch noch einer. Something good here, I hope. Ach so, ja gut, dann bleibe ich unten. Ich habe noch mit Liselle einen Stufenaufstieg. Dann loote ich. Ein Walkzahn. Ja. Also, Liselle. Stufe 3. Boah, hat die viel Leben. Also, sie hat auch eine Unterklasse. Was ist ein Manöver? Manöver sind mächtige Angriffe, bei denen Überlegenheitswürfel eingesetzt werden. Okay, das ist interessant. Du begegnest komplexen Kampfproblemen mit einer höchst wirksamen Lösung. Du schlägst auf die Probleme ein, und zwar hart. Das passt irgendwie zu ihr. Du benötigst für einen kritischen Treffer bei einem Angriffswurf ein Auge weniger. Dieser Effekt kann sich addieren. Das heißt, wir können das multiplizieren. Also, ne? Das heißt, da gibt es noch was anderes. Der mystische Ritter. Mystische Ritter studieren die Magie, um ihre Waffen zu verstärken, sodass sie den Widerstand der zähesten Gegner brechen können. Zaubertricks. Ach du Jemine. Zauber. Oh, das ist aber Weisheit. Weisheit. Nee. Die hat ja so gut wie nichts Weisheit. Und dann haben wir noch Kampfmeister. Kampfmeister verfügen über große taktische Überlegenheit und kombinieren auf dem Schlachtfeld Kampfmanöver mit Erfahrung, um jeden Kampf zu dominieren. Deine Überlegenheitswürfel sind W8. Du hast davon 4. Auf Kämpferstufe 10 werden diese Würfel zu W10. Sie dienen deinen Kampfmeistermanövern und werden verbraucht, wenn du sie nutzt. Verbrauchte Überlegenheitswürfel erhältst du nach einer kurzen oder langen Rast zurück. Okay. Manöver sind mächtige Angriffe, bei denen du Überlegenheitswürfel einsetzt. Und jetzt haben wir hier wahnsinnig viele Fähigkeiten, ne? Also zum Beispiel hier Doppelschlag. Schwingt die Waffe rasch in einem weiteren Bogen und greife mehrere Gegner zugleich an. Ermittle den Schaden mit deinen Überlegenheitswürfeln. Der Doppelschlag wäre interessant. Fällender Angriff. Das Ziel ist von höchstens großer Körpergröße. Ja. Also Doppelschlag finde ich schon mal schön. Verängstigen klingt interessant. Mhm. Bewirke zusätzlich einen Würfel 8 und versuche das Ziel mit einem Angriff auf sich zu provozieren. Mhm. Finte klingt gut. Also das ist alles sehr, sehr cool. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt, wenn ich ehrlich sein darf, nicht, was ich hier jetzt so mitgeben sollte. Okay. Ja, verbrauchte eine Aktion und eine Reaktion, um einen Verbündeten anzuweisen, auf den Gegner einzuschlagen. Der Verbündete verwendet sofort seine Reaktion, um einen Waffenangriff auszuführen.
Verbraucht den Angriff auszuführen, der zusätzlich Schaden macht, bewirkt, dass das Ziel womöglicherweise, also gezwungen wird, die Waffe fallen zu lassen. Okay. Mhm. Also Finte fände ich noch ganz cool und provozierender Angriff, weil sie ist ja auch quasi gesehen unser Tank, ne? Ja. So, dass es auf dich, ne? Genau. Greift das Ziel irgendeine andere Kreatur an, so ist es im Nachteil. Aber was ist denn verängstigt? Kann sich nicht bewegen. Verängstigte Kreaturen sind außerdem bei Attributs- und Angriffswürfeln im Nahkampf. Also verängstigt ist auch sehr cool. Das wäre dann hier der bedrohliche Angriff, ne? Also nutze deinen Überlegenheitspunkt. Würfel, um einem Verbündeten 8 temporäre Trefferpunkte zu gewähren und seine Entschlossenheit zu erhöhen. Das ist eine Reaktion, die Riptose, die finde ich auch gut. Wenn eine feindlich gesinnte Kreatur dich mit einem Nahkampfangriff verfehlt, kannst du einen Überlegenheitswürfel nutzen, um mit einem mächtigen Schlag zu antworten. Ja, das ist halt die Frage. Oder provozierender Angriff, was sagst du? Boah, schwer zu sagen. Das musst du wissen. Ich nehme die Riptose, weil die ist eine Reaktion. Okay. Also wir haben zwei Aktionen, noch eine Aktion und wiederum Reaktion, oder wie? Ja, Weisheit, Rettungswurf. Naja gut, machen wir mal. Sehr interessant, sehr kompliziert, aber irgendwie auch sehr cool. Kriegen wir hin. No one stopped me yet. Erzähl mir mal, was hast du Neues, Mäuschen? Also ich habe jetzt einmal spirituelle Waffe gelernt. Damit beschwöre ich eine geisterhafte Waffe, die mit mir gemeinsam Gegner angreift. Wie ein Pet? Ich weiß nicht, denke ich. Dann habe ich Gebet der Heilung gelernt. Damit heile ich Leute mit 5 bis 19 Lebenspunkten, heile alle Verbündete, die ich sehen kann. Mhm. Dann kann ich Beistand, damit heile ich auch. Und damit erhöhe ich ihr Trefferpunkte Maximum um 5. Dann habe ich durch mein Volk Feenfeuer gelernt. Cool, wie ein Druide. Damit werden alle Ziele im Licht sichtbar und Angriffswürfe gegenüber ihnen sind im Vorteil. Klingt sehr und dann gut. Und dann haben sich einige, glaube ich, verstärkt. Also sie sind dann nicht mehr Level 1, sondern halt jetzt, glaube ich, Level 2. Sehr cool, okay. Und Schattenherz hat dasselbe gelernt dann, oder? Schattenherz kann Spiegelbilder erzeugen. Spiegelbilder? Ja, sie kann eine Minute lang 3 illusionäre Duplikate von sich um sich machen, die Gegner ablenken. Ah, okay. Außerdem kann sie spurloses Gehen. Du beschwörst einen Schleier aus Schatten und Stille, der dir und allen Gefährten in Reichweite einen Bonus von plus 10 auf Würfe auf Heimlichkeit verleiht. Oh wow, das kannst du anderen buffen.
Dann kann sie Blindheit erzeugen. Blind? Oh. Und sie kann Personen bezaubern. Inwiefern bezaubern? Dass die dann, ich sag jetzt mal nett gesagt, gefügiger werden? Die greifen mich dann nicht an. Außerdem bin ich bei Charisma-Würfen in Dialogen im Vorteil. Sehr gut. Das heißt, und so ein Level-Up war mega. Und sie beherrscht die Selbstverkleidung. Eine Selbstverkleidung. Ja. Und Selbstbeherrschung wäre... Guck mal. Sie ist eine Tiefling. Selbstverkleidung. Das heißt, sie kann sich halt jemand anderes ausgeben? Ja. Zwerg oder was auch immer? Ich glaube, Gnom. Wow, das ist interessant. Lass mich mal eben gucken. Ich will mal schauen, du hast Rüstungsklasse 2. Ich habe gerade noch ein paar Sachen aufgesammelt. Ich habe Handschuhe bekommen, Handschuhe der Macht. Verderben der Absoluten, das sind grüne Handschuhe. Bei einem Nahkampftreffer bewirkst du möglicherweise einen Malus von minus auf den Angriffs- und Rettungswurf des Seals, aber die Handschuhe geben einmal Fingerfertigkeit plus 1. Okay. Finde ich ganz interessant. Dann war noch dabei ein Schild. Ich weiß nicht, ob du einen neuen Schild haben willst. Das ist ein Stachelschild. Nee, das hat auch nur 2 Rüstungsklasse. Ansonsten Krummsäbel, ein Wurfspeer. Keine Ahnung, nochmal den Morgenstern. Achso, du musst der Schattenherz noch den Morgenstern anziehen. Achso, ja, ich wollte sie eigentlich eh wegschicken. Achso, ja, dann okay. Dann können wir ja auch mal hier Banditenrüstung. Aber so kann sie es ja erstmal behalten dann. Ja. Ich habe einen Goblin-Bogen erhalten. Ich will den mal eben. Ich spreche mal mit ihr. Er sieht schick aus. Du willst sie wirklich jetzt schon wegschicken? Ja. Okay. Ja, die Maus weiß manchmal mehr wie ich. Dann schick sie mal weg. Das sieht so weird aus. Ja. Schattenherz, wir sollten jetzt getrennte Wege gehen. Wir sehen uns, wenn wir das Lager aufschlagen. If you're sure. Bestimmt. As you like. Perhaps I'll see you at camp. Ich habe jetzt ihr mysteriöses Artefakt erhalten. Okay. Aber Mäuschen, was sagst du zu meiner Spinnenarmee? Toll. Aber guck mal, wie groß sie ist. Aranea. Sie hat 10 Lebenspunkte, immerhin, ne? Okay, mysteriöses Artefakt. Artefakt aus geschwärztem Eisen mit zahlreichen Oberflächen und eingravierten Runen. Etwas regt sich darin. Was soll das denn bitte sein? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich habe ja gewusst, dass mir Schattenherz sehr suspekt ist. Naja, vielleicht irgendein Geheimnis oder whatever, ne? Ja. Okay, dann. Hat alles wunderbar funktioniert. Lass mal speichern. Können wir jetzt da durch? Denke. Nö. Doch. Smaragdhain. Ein Smaragdhain? Oh, da stehen Leute vorne. Oh, warte, hier ist direkt eine Leiter hoch. Boah, da musste ich mich mal eben kurz muten. Achso, führt die Leiter nirgendwo hin? Oder sehe ich das nicht?
Die führt hier oben ans Tor. Ja, warte, ich komme mal mit. Ich hoffe, der Rest kommt auch mit. Ach, siehst du, das hatte ich gar nicht gesehen. Oh, da liegt noch der Cannon. Oh, der hat auch Sachen. Oh, der hat einen Langbogen dabei. Das war nicht gut. Ob ein wenig Gold meine kleine Indiskretion wettmacht? 50 Gold. Haben wir 50 Gold? Ja, ne? It may have been unwise to reveal just how much gold you have on your person. Ach, jo. Das heißt, wir müssen jetzt ins Gefängnis, oder? Ja. You're gonna be sorry! Okay, das war mein Fehler. Warte, tut mir leid. Das war jetzt nicht so gewollt. Also, ich darf nicht klauen. Warte, das machen wir anders. Das war ein Versehen. Wir leben ja mit unseren Entscheidungen, aber nicht so, ne? Weil ich hatte eben schon den Tooltext irgendwie Diebstahl, bla bla bla. Und ich dachte mir, hä, was habe ich denn geklaut? Ja, ich glaube, bei den Goblins ging es einfach nur darum, dass nicht wir die getötet haben, sondern die anderen. Und dass es halt dementsprechend dann eigentlich deren Sachen sind, die wir looten. Ach so, der den Gegner erschlägt, der hat Anrecht auf den Loot, oder wie? Anscheinend, ja. Ah ja, gut, okay. Also erst die Verbündeten wegschießen und dann die Feinde, dann hat man mehr Loot. Nein, ist ja okay. Ist ja okay, ich hab's verstanden. Gut, das heißt, da wo es rot markiert ist, da dürfen wir dann nicht looten. Na gut. Also rein ins Lager. Wir können uns ja später umgucken, quatschen wir direkt mal. Ja. Wollen sich in welche unterhalten? Hier vorne. Willst du? Pass bloß auf, Bestie. Das ist ja mal ein Vieh. Oder seid ihr ein getarnter Druide? Ach so, oh. We was running for our lives. Ich bin im Gespräch, ja? Nee, die hatten irgendwas gesagt. Ich habe gerade nicht mitbekommen, dass du dich unterhältst. Aber ich habe jetzt, ich glaube, ich habe mitbekommen, ne? Also, sie sind gelaufen um ihr Leben, ne? Wir leben, ja. Ja, ihr habt sie direkt zu uns geführt und den Druiden habt ihr ihnen auch überlassen. Unfassbar. Mhm. Ein Kampf ist vorbei und ihr zettelt direkt den nächsten an. Entspannt euch doch mal. Tell that to the dead at the gate. Shut it, Horns! I'd be lying dead next to the goblins if you'd stalled any longer. My duty is to this camp. Oh, God forbid you risk your precious tail. But I shouldn't be surprised. Foulbloods ain't known for courage. Oha. Charisma, Charisma. Was willst du machen? Einschüchtern oder überzeugen? Hey Leute, Gewalt bringt die Toten nicht zurück. Hört auf und denkt nach. Boah, Schwierigkeitsgrad 15. Dann drücke ich dir mal die Daumen. Sehr gut. Sehr gut. You're right. There's too much at stake. Worried about your precious eyes. The both of you. Enough! Squabbling is pointless. The goblins have found us. At least we agree on that. He didn't deserve this. Was war das denn? Achso, die Schnellrast. Müssen wir eigentlich schnell rasten? Könnten wir eigentlich mal machen, ne? Warte. That took the edge off. Better than nothing. So. Ja, dann unterhalte ich mal mit ihm. Time to pack. Forgive that display. Aradin's a blowhard, but that's... I wouldn't have looked to a drow for help, but I'm grateful all the same. I'm Zevlor,
Ich bin Serenity. Well met. I should warn you, visitors are no longer welcome in this grove. Whatever your business, I'd see to it quickly. The druids are forcing everyone out. This attack will only strengthen their resolve. Hm. Warum wollen sie euch verjagen? There have been several attacks by different monsters. The druids blame us outsiders for drawing them here. Nobody's welcome anymore. They've started a ritual to cut the grove off from the world outside. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. We are no fighters. Dieses Ritual, können wir die Druiden nicht überreden, es zu unterlassen? I've tried. Korga, their new first druid, won't even see me. You, though? I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Perhaps you could persuade her for more time to prepare, if nothing else. Mal sehen, was ich tun kann. We'd owe you a great debt. If we're forced to leave now, we won't make it to the city. You'll find the druids at the heart of the grove. Please, make them see sense. Oh, and if it's of any concern, you're brave to walk around without hiding your heritage. I'll make sure everyone knows that you helped us at the gate. Oh, war das eine Anspielung darauf, dass du eine Drow bist? Ja, Drows sind in Faerun nicht sehr beliebt. Tja, warum bist du nicht beliebt? Weil Drows im Allgemeinen versklaven. Na super, was hab ich denn für eine Freundin? Jetzt wird mir einiges klar. So. So, da oben liegt er, der ist hinüber. Und dieses rote Kästchen sagt dann einfach, ja, das ist dann Mopsen, ne? Noch ein Druidenspion, die sind alle nicht gut auf uns zu sprechen, ne? Not now. Was, bitte nicht jetzt? Red mal mit der Kaldani. May he rest by your side. Have some respect. This really isn't the time to talk. Tut mir leid. Okay, das Kriegshorn könnten wir benutzen. Soll man nicht erstmal hier bleiben auf der Seite? Warte mal, man ist so schnell hier wieder. Ich würde gerne diesen wunderbaren Kämpfer suchen, den wir vorhin gesehen haben. Also hier sind Habseligkeiten, Flöte, das ist aber alles Diebstahl, ne? Ja. Wie kann man denn klauen hier im Game? Also da muss ich wahrscheinlich, oh jo, ich speichere. Wenn er da irgendwas... Ich klaue nicht, ich wollte dir nur zeigen, wie. Wie, ich muss mich verstecken, oder was? Oh. Genau, und dann siehst du, wo es rot ist. Also, ich bin jetzt versteckt. Das heißt, die sehen mich jetzt nicht und dann kann ich hier etwas mitnehmen, oder was? Genau. Habseligkeiten, alles nehmen. Okay. Oh Gott, hast du mich erschrocken, Spinne. Ja, ich bin gerade ziemlich aufgeregt, wenn ich das so sagen darf. Also, solange die uns nicht sehen, ist alles gut? Genau. Das heißt, ich kann auch hier die Holzkisten und so leer machen? Ja. Ach so, funktioniert das. Okay. Easy. What's inside? Okay, wie er auch schleicht und flüstert. What's inside? Was mit der Kiste?
Scheint leer zu sein. Okay. Also so macht man das. Okay, pass auf. Da war was drinne. Und zwar... Nahkampf einmalig. Achso, Pfeil des Monstertöters habe ich gefunden. Okay. So etwas ähnliches wie entweder Pfeil der Linderung oder was anderes. Und ich habe eine Flöte gefunden, aber ich bin im Umgang mit Musikinstrumenten nicht begabt. Ein Silberring und ganz viel Proviant. Okay. Ja, so. Und die sagen jetzt auch nichts? Schade eigentlich, der hat einen Silberbogen dabei. Also einen Langbogen. Okay, wo lang? Komm, guck mal, was hier oben ist. Deine Spinne ist irgendwie nicht da. Wo ist meine Spinne? Immer noch hier hinten. Hat hier jetzt gerade ein Problem, oder was? Brauche ich? Ja, warte, dann mache ich das anders. Nee, da nicht. Einmal zurück. Spinny hat sich festgehängt. Dann haben wir jetzt ein neues Spinny. What? Überrascht. Deine Gegner sind überrascht und können im ersten Zug keine Aktion, Reaktion oder Bewegung ausführen. Nutze dies zu deinem Vorteil. Okay, und die dicke Spinne. Hast du auch so einen tollen Sprung? Anarchidensprung. Der Weg ist zu weit und blockiert. Na toll, sie kann ja wieder gar nichts machen. Okay. Achso, ich bin dran. Ziel ist außer Reichweite. Was ist denn das? Grotten. Wow, wie viel Schaden hast du dem denn bitte gemacht? Und sie kann nicht genug Bewegungsreichweite. Ja, ist eigentlich egal. Springen so weit wie du kannst. Du haust den jetzt, glaube ich, denke ich mal, danach um. Achso, Mini-Spinny darf natürlich auch noch mitspielen. Okay, dann kommen wir hier rüber. Ja. Furchtsam. Wer ist denn das? Nadria? Überrascht. Jetzt darf er sich bewegen. Oh. Überzogen mit einfachem Gift. Hör mal. So. Spinny, beiß ihn. Was ist das? Spinny hat gebissen. Plündern. Ach, spirituelle Waffe, da. Hat er was Tolles dabei? Nicht wirklich. Ich red mal mit ihr. Ja. You have good timing. Never been much of a fighter, so wrestling a bugbear would have gone poorly. But you're not here for heroics, are you? Avernus's stench is all over your skin. Uh-oh. Let me guess. Your devil mistress sent you to get her soul coin back. Too bad. I earned it, fair and square. Also irgendwie finde ich das nicht so toll, dass die nicht so gut auf dich zu sprechen sind, wenn ich ehrlich sein darf. Also die nächsten Unterhaltungen führe ich mal bitte gerne. Ich weine, Avernus, aber ich bin keine Teufelsdienerin. Care to explain why you reek of the hells? Ich wurde von Gedankenschindern entführt. Ihr Schiff ist direkt nach Avernus geflogen. Ach, das ist das. Vorteil situationsabhängig. Okay. Easy. Well, that's quite the story. And I thought I was doomed. Now I feel sorry for you. Here. Take this. It's worth a fortune. But a fortune's not worth much if you're dead. Consider it payment for saving my life.
A soul coin, true to its name, holds a mortal soul inside. It serves in the Nine Hells as very valuable currency. Sind das die Münzen, die wir gefunden haben in dem Grab? Ja, das ist so eine. Okay, und ich glaube, das war gar keine Anspielung darauf, wo du herkommst, sondern eher, dass wir in der Hölle gewesen sind. Jetzt verstehe ich das. Guck mal hier durch das Teleskop. Kann man da durchgucken? Ja, das kann man verwenden. You peer through the telescope. Ja. Oh. Ein Drache. Na, was wirst du tun? Naja, Weisheitswurf, ne? Ich meine, auf ein Objekt in der Ferne schielen und versuchen, mehr zu erkennen. Nee, ich denke mal, das Teleskop fokussieren, um einen klaren Blick auf das Objekt zu kriegen, oder? Jo. Ja. Das würde ich machen. Oh, ein kritischer Erfolg. Kritische Treffer, so warst du automatisch erfolgreich. You see a red dragon, tyrannical, greedy and vain, they hunt without pity. Das Teleskop nach links bewegen, ja. The telescope points to the left. Der ist nach links geflogen, ne? Ach nee, da, okay. Nichts Besonderes, nach rechts. The telescope points straight ahead. Achso, und dann nochmal nach rechts. Also irgendwo da hinten ist ein Drache. Mhm. The telescope points to the right. Okay, sonst nichts Besonderes. Weggehen. Mhm. Okay, das war sehr, sehr gut. Das war sehr, sehr gut. Finde ich ja schon sehr cool. Meine Güte, gibt es hier sonst noch irgendwas Tolles hier oben? Nee, ne? Nee, ich denke nicht. Dann lass uns wieder runtergehen. Na gut, okay. Dann mal eben kurz hier entlang und dann könnten wir ja da entlang, ne? Aber, meine werten Ladies und Gentlemen, wir bedanken uns erneut fürs Zugucken, wünschen euch noch einen traumhaft schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis dahin.